Hallo zusammen, hier ist wieder Euchela und heute bin ich wieder für euch hier in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Ich habe eben hier im Arathi Hochland in der Warfront wieder ein Toy bekommen und zwar ist das Frostzorns Kühlbox. Und dieses haben wir von einem Rare Mob bekommen und zwar von dem Frostzorn, der sich einmal hier in der Höhle befindet. Und zwar ist es die obere Höhle bei den Koordinaten 49, 84, einmal hier reinlaufen und der befindet sich hinten in der Höhle drin. Hier haben wir ihn, den habe ich gerade umgeboxt und ihr kriegt den sicher auch umgeboxt. Oh, hat er mich jetzt gesehen? Ich habe das mit einem Char hier gemacht, der nur 232er Item-Level hat. Fragt nicht, warum der so ein niedriges Item-Level hat. Den habe ich über Geplänkle hochgeleacht, aber das ist eine andere Geschichte. Wir wollen uns jetzt mal das Toy angucken, aber als erstes muss ich hier mal entkommen, weil ich kriege hier schwerlich die Elite-Mobs nur down mit dem Char. Und zwar würde ich sagen, wir lernen das jetzt als allererstes mal und schauen uns dann an, was das schicke Ding kann. Ich habe mittlerweile jetzt das fünfte Toy bekommen hier aus der Warfront. Und ja, jetzt schauen wir mal, was das macht. Ruft einen leichten Schneefall herbei. Das machen wir jetzt mal. Und ein leichter Schneefall ist, glaube ich, nicht übertrieben. Es ist wirklich nur so eine kleine Wolke, die quasi auf uns hinabschneit. Und wir können mal versuchen, einen Ticken näher ran zu zoomen. Also das ist alles, was wir kriegen. Gehen wir mal aus der Gestalt raus hier. Das ist wirklich alles, was wir kriegen. Nur so eine kleine Wolke. Naja, gut. Also bis jetzt, muss ich sagen, haben mich die Toys hier in der Zone noch nicht umgehauen. Die ich bis jetzt gekriegt habe. Aber naja, es ist wieder ein Toy mehr für unsere Sammlung. Und ja, das war's eigentlich auch schon. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich wieder ein bisschen weiterhelfen. Euer Tilar, bis zum nächsten Mal. Ciao.